drin! Steh auf und häng diese Viecher in die Speisekammer! Jay? Scheiß drauf, ich mach's selbst. Verdammt! Komm her! Was machst du? Raus mit der Sprache! Ich hab mich verirrt. Ich will nur nach Hause. Und bist einfach zufällig in meine Hütte gestolpert. Oh. Wie hast du von diesem Ort erfahren? Von wem? Ein Freund aus meiner Klasse. Er meinte, da ist eine Festung bei einem Halb... Festung? Hier gibt's keine Festung. Hier gibt's nichts. Dieser Ort existiert nicht. Es gibt nur einen Grund, warum du hier bist. Um mein Zeug zu klauen. Ich habe nur geguckt, aber nichts mitgenommen. Gucken, rumschnüffeln. Ist doch alles dasselbe. Wo kommst du her? Mom ist halb Diné, halb Maori. Schwachkopf, ich fragte, wo du wohnst. Vergiss es. Und deine Mom? Weiß sie, dass du hier bist, Dieb? Nein. Ich hab mich rausgeschlichen. Es ist ihr eh egal, was ich mache. Und ich bin kein Dieb! Einmal wollte ein Kind meine Brieftasche stehlen. Ich hielt ein Messer unter sein Kinn. Genauso eins wie dieses hier. Bitte nicht! Warum? Was denkst du, habe ich getan? Du hast seine Kehle aufgeschlitzt. Denkst du, ich... Zwei Dinge solltest du wissen. Erstens, ich bin kein Kindermörder. Und zweitens, nichts ist schändlicher, als seinen eigenen Vater zu bestehlen. Richtig. Das war mein Sohn. Fleisch und Blut. Der älteste von dreien. Und sie wissen, dass sie nicht an meine Sachen dürfen. Weißt du warum? Weil sie Angst haben, bestraft zu werden? Moment mal. Ich bringe ihnen Disziplin und Respekt bei. Sie werden zu Männern erzogen. Hat dir dein Vater nichts beigebracht? Ich hab keinen Dad. Was? Ist der tot oder so? Nein. Mom spricht nie über ihn. Was? Warum? Womöglich ist er kein guter Mensch. Und sie hat Angst, dass er mir wehtut. Oder so. Ja. Manche Männer sind so. Hör zu, jedes Arschloch mit Eiern und Schwanz kann Vater werden. Klingt, als wärst du ohne ihn besser dran. Aber nur weil er deine Mutter verlassen hat, musst du nicht dasselbe tun. Du undankbarer Kleiner. Pa? Hey, Pa! Bist du da drin? Also gut, Goldlöckchen. Ich lass dich gehen. Renn lieber gleich nach Hause, bevor ich's mir anders überlege. Aber erzähl niemandem von diesem Ort. Du hast ihn nie gesehen, hörst du? Er existiert nicht. Jetzt lauf, Fleischklotz! Schneller, bevor ich mir anders überlege! Ha, worauf schießt du? Hier! Hier! Die Straße!
gebrochen. Sei nicht gebrochen, bitte sei nicht. No! Mom! Mom! Es tut mir leid. Ich hätte gleich heimkommen sollen. Ihrem Jungen einen tollen Ausflug, Miss Walema. Er wird so überrascht sein. Das ist heute. Oh, Mom. Zehn! Oh, du schaffst es! Oh, Mann. Oh, mir geht's echt nicht gut. Das halbe Sheriff's Department sucht nach dir. Sag mal, es tut mir leid. Jetzt warte mal. Sag's ihr selbst. Geht es dir gut? Gott, was ist passiert? Ich hab nach dem vorgesucht. Ash, wovon redest du? Was ist dir passiert? Hab's nicht gefunden. Bin hingefallen. Hab mich verlaufen. Das ist alles. Ash. Ash? Ash. Langsam, langsam. Ich hab dich. Wir bringen dich ins Krankenhaus. Okay? Haben Glück, wenn wir über den Highway oder die Grenze kommen. Man wird überall suchen. Hast du den besseren Plan? Ich nicht. Jay! Oh. Oh Gott. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Ich dachte schon, sie hätten dich erwischt, Ma. Ich hatte solche Angst. Mir geht's gut. Ein paar Aspirin richten das schon. Bist du okay? Geht besser. Was hast du dir dabei gedacht, dich so anzuschleichen? Wurdest du verfolgt? Ich kann meine Spuren verwischen. Habt ihr irgendeinen Plan? Möglicherweise. Dante hat eine Kontonummer in dem schwarzen Buch. Wenn es das ist, was ich denke, dann... Das kommt später. Zuerst müssen wir nach Kanada. Kanada? Die Cops werden den Süden bewachen. Also gehen wir nach Norden. Du hast die Kälte. Keine Sorge, Jay. Ich pass auf dich auf. Das weißt du, oder? Ich auch auf dich. Du bist mein Bruder. Gut. Ich übernehme die erste Wache. Ihr ruht euch aus. Morgen wird ein langer Tag. Ich dachte, du schläfst noch. Hab das Motorrad vorbereitet.
Können wir mal über die Kanada-Pläne reden? Wir fahren nicht nach Kanada, sondern nach Texas. Ich kenne jemanden in Eagle Pass, der uns über den Grande bringt. Warum erzählst du dann Jay, wir fahren nach Norden? Weil er nicht mitkommt. Morgen früh schicke ich ihn nach Kanab, um Wache zu halten. Bis er zurück ist, sind wir längst weg. Nein, das tue ich ihm nicht an. Wir haben schon Dale verloren. Hey, denkst du, ich mach das gerne? Irgendwas davon? Wir beide wissen, dass Jay nie dein Liebling war. Aber ich habe auf ihn aufgepasst, oder? Ich habe immer alles für diese Familie getan. Hab geschuftet, seit ich 14 war. Hab dich vor Paar beschützt, seit ich alt genug war, um zurückzuschlagen. Scheiße. Ich hatte kaum ein eigenes Leben, weil ich mich immer um das von anderen kümmerte. Seit 25 Jahren bin immer ich es, der die Schuld auf sich nimmt. Tyler der Älteste. Tyler der Verantwortungsvolle. Genug ist genug. Ma, ich werde nicht mit dem Schiff untergehen. Das Motorrad hat 2 Sitze, nicht 3. Und Jay bekommt keinen. Was machst du da? Ich gehe. Ach, so ein Quatsch. Ich bleibe hier, ihr geht. Du überlebst hier draußen nicht allein. Jay schon. Er lebt ja praktisch in diesem Wald. Ist mir egal. Zur Not sterbe ich hier. Nein. Wir werden es alle schaffen. Denn Jay wird das Richtige tun und bleiben. Ich will sowieso nicht mehr. Wer lässt denn seinen eigenen Bruder im Stich? Jemand, der es satt hat, dass du dich immer für was Besseres hältst. Vielleicht wär's anders, wenn du netter wärst. Ach, hör auf. So bist du, seit wir dich aufgenommen haben. Was? Deine echte Mom hätte uns lieber einen Gefallen getan und... Tyler! Es reicht! Was meinst du? Meine echte Mom? Mama? Wovon redet er da? Wir sind blutsverwandt. Und ich habe dich wie meinen Sohn aufgezogen. Also bin ich deine Mutter. Der Rest ist egal. Mir ist das nicht egal. Wer ist meine echte Mom? Meine Schwester. Brooke. Sie starb bei deiner Geburt. Du hattest eine Schwester? Wer ist mein Vater? Du hast keinen. Ich gehe. Bete, dass ich nicht erwischt werde. Jay, bitte. Lass uns darüber reden. Tyler, was machst du da? Er kennt den ganzen Scheißplan. Jay! Jay! Wehe, du tust ihm weh! Jay! Komm zurück! Vergiss, was ich gesagt habe, okay? Natürlich bin ich dein Bruder. Ich hab dir die Windeln gewechselt. Ich weiß, dass du ein Eichhörnchen als Haustier wolltest. Und dass du Mars Ofenkartoffeln hast. Ich will dir nicht wehtun, Jay. Ich muss nur sicher sein, dass du den Plan nicht verrätst. Thank you.
Nein, wirst du nicht. Komm da runter, Jay. Ich schwöre bei Gott. Wie kannst du so schnell klettern? Ich guck nicht runter. Hör zu, Jay. Es war ein langer Tag. Ich hätte nicht... Du brauchst nichts sagen. Ich weiß, was ich tun muss. Wohin willst du gehen? Vielleicht nach Norden? Wie du meintest. Damit rechnen wir nicht. Viel Glück. Und denk dran, wenn es heißt du oder sie, wähle dich.